Schauen wir mal, was Frankreich jetzt will. Vielleicht ein Waffenstillstand. Neue Mission. Dieses Gebiet wird von einem Stamm widerspenstiger Eingeborener bewohnt. Der Rat empfiehlt euch, die Rebellensiedlung zu erobern. Bezahl Tenango. Haben wir sowieso vor. Untenbricht ist gut. Wir haben 30.000. Wir können wieder ein bisschen was investieren. Sturm. Admiral Piero. Okay. Die sind aber sowieso im Hafen. Ich würde die Truppen noch mitschicken. Da bräuchten wir mal mehr Infanterie und ein paar Kanonen. Und Kavallerie auch. Kanonen werden noch gebaut, aber ich könnte noch die Bombarde hier mitnehmen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Schwertkämpfer will ich auch noch mitschicken. Also Schildkämpfer eher. Ja, die Stadt wird zurechtkommen. Dann haben wir noch 5 Plätze. Wenn wir 2 Kanonen oder 3 Kanonen mitnehmen, ist es eigentlich ganz nett. Brauchen wir nicht so viel. Dann 2 und 3 Kanonen. Dann hätten wir 5 Slots. Das passt perfekt rein. Super. Dann braucht die Stadt noch eine Besatzung hier, damit die nicht ganz so unglücklich sind. Ich nehme noch 2 Musketiere rein und dann sind die ganz gut drauf. Ja. Kleinstadt wächst. Altun H. Die Bauprojekte machen wir gleich. Genau, das war die Stadt. Umgekommen durch ein Akt Gottes, Admiral Piero. Eben echt viele Stürme. Ein ehrenwertes Leben endet. Gouverneur Jose, warte, ist er tot? Ja, mein Herr. Mein Erbe ist tot. Er ist im Sturm gestorben und das am Hafen. Eure Befehle. Wow. Die Stürme sind hier echt heftig. Neuer Erbe ist jetzt Gouverneur Conchalo. Oder Conchalo? Wer ist denn das überhaupt? 21 ist eine andere Familie, nicht mehr die Familie von Jose. Weil er keinen mehr hat, der volljährig ist. Okay. Ah, ich dachte schon, wie kann der Vater hier 22 Jahre alt sein? Also die Kinder sind 21 und 20. Nee, die sind, haben sich verdient gemacht. Interessant. Das heißt, die Kinder, die Bernardo Sandino hat, sind alles Hauptmänner, die sich Namen gemacht haben. Ah. Alles interessante Konkurrenz zu Jose. Der sich noch einen weiteren Namen machen muss. Er hat zwar eine Autorität, die echt sehr gut ist. Aber der wird vielleicht noch bald von den anderen übertroffen. Hm. Ich bin 100% katholisch. Weiter geht's im nächste Gebiet rein. Ich bin Gott, mein Herr. Ich bin Gottes, mein Herr. Ich bin Gott, mein Herr. Ich bin Gott, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. So, morgen ist ja Feiertag und das ist sehr gut. Außer man will einkaufen gehen, dann hat man Pech. Aber Feiertag. Großer Häuptling. 62, 62, 94. Ich werde die Lage aus dem Schutz der Dunkelheit beobachten. Ich würde. Nee, dann nur mit Diplomat. Obwohl, der ist ein Apachen-Ältester. Das ist ein Fischerdorf. Für mich nicht, du hast. Silberner Pegasus, du hast keinen Feiertag? Was machst denn du, wenn ich fragen darf? Unser Volk kennt euch als Freunde. Ich bin Gottes Diener. Ja. Ah, das sind die Truppen, perfekt. So, dann greifen wir mal einen Jax-Chilan an. Mit Gottes und eurem Segen ziehen wir in die Schlacht. Die Pferde versorgen sich ja nicht von denen. Ja, das ist dann schwierig. Das ist dann verständlich, klar. So, wir greifen eine Stadt an. Wir kennen ja diese Position hier. Ich mag den nicht. Da ist zwar ein Hügel. Sind die Häuser hier verbrannt? Oder vom Schatten besessen? Eine dunkle Macht treibt hier Unwesen.
Wenn wir von hier angreifen, könnten wir vielleicht mit der Kanone drüber feuern. Die Sprüche sind auch gut. Die entweder im Ladebildschirm angezeigt werden oder von den Leuten gesagt werden. Was mir ein bisschen fehlt, generell, also nicht generell an Total War, aber jetzt gerade im DLC ist. Normalerweise halten die generell ja immer eine Rede. Von Rome Total War kennt man das noch ganz gut. Medieval 2 Total War wird das auch noch gemacht. Man muss nur länger warten. Und jetzt hier im DLC wird das gar nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gewartet, der General sagt aber gar nichts mehr. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich sehe schon, wir haben fast nur Infanterie. Dann schießen wir einfach die Mauer weg. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. So, Kanone einfach dahin, Infanterie nach vorne. Wir stürmen einfach rein. So, Kanone einmal hier ein Loch reinschießen. Dankeschön. Infanterie nach vorne. Ihr habt den Bau nicht einmal beschädigt. Kanonen, was ist los? Na also. Die Mauern fallen! Zeit, Männer durch diese Mauern zu schicken, um unseren gottlosen Feind niederzumetzeln! Ja, und das machen wir genau. Einfach reinstürmen. So, die Kanonen dürfen auf das nächste Segment feuern. Hier rennt einfach rein. Ist das übel. Oh. So, einfach in die Stadtmitte. Ganzen Leute hier auf der Mauer so, Mist, das ist ja nicht so gut gelaufen. Ach du meine Güte. Wir sind durch die feindlichen Mauern in die Bresche für Ruhm und Sieg. Das tat nochmal extra weh. So, ist natürlich ein bisschen ruckelig gerade. Weiß ja nicht, auch nicht warum. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht und schmieden einen würdigen Sieg. So, was haben wir hier? Jaguar-Krieger. Die wollen wirklich von draußen kämpfen? Jose kümmert sich drum. So, Kanonenfeuer einstellen. Jose kommt vorbei. Kavallerie kommt mit. Langsam. Nö, gar nicht mal langsam. Die schicken wir einfach so rein. Ist jetzt großes Chaos hier, was wir machen. Aber ich habe so viel Infanterie. Die haben keine Chance. Und Jose ist ein brutaler Anführer. Wenn er die Chance sieht, dann schlägt er zu. Wie auch hier zu sehen. Er macht das à la Napoleon Bonaparte. Wie bei Waterloo, der brutale versucht, die Mitte zu durchbrechen. Absolut richtig. Nur so macht er sich einen Namen. Und so wird auch berühmt hier. So, was mit der Kavallerie? Kann die nicht durch? Oder ist die verbuggt? Dann schießen wir mal auf das Segment hier. So, Infanterie, weiter rein.
So, und ihr rennt mal hier rüber. Ah, sie können nicht. Okay, die Einheit ist verbuggt, weil die Hälfte davon noch auf der Mauer steht. Wir können sie einfach so hinschicken, damit es geht. Auch ein legendärer Feldherr. Stimmt, es gab ja noch... Wir sind durch die feindlichen Mauern! In die Bresche für Ruhm und Sieg! Genau, ich muss mit das hier... Okay, die bewegen sich jetzt schon. Gut, gut, gut. Dann muss ich die nicht wegschießen. Es gab ja noch von Total War ja Empire Total War. Und ich glaube auch... Mit Napoleon glaube ich auch noch was. Ich bin gerade unsicher. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. Ich kann mal reinschauen. Also, wenn wir mit Dingens fertig sind. Ich würde chronologisch jedenfalls durchgehen, welches Spiel wann released wurde. Aber ich könnte da auch nochmal reinschauen, wenn wir dann von dem Release des Spiels da halt vorbeikommen. So, der General darf einmal hier hin. Kavallerie würde ich jetzt nicht unbedingt dafür opfern. Die ist mir zu viel wert dafür. Die einfache Infanterie kann das schon machen. Was hat Joseph vielleicht? Vielleicht will der sich noch einen Namen machen. Ich meine, er muss kämpfen. Also rein mit dir, Joseph. Der... Schauen mal, wie er sich so schlägt. Er ist ein bisschen, glaube ich, angeschlagen, aber noch nicht so sehr. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Also, was ich ein bisschen mache, ist, dass ich ihn immer hin und her schicke. Wenn er ein bisschen weiter reinrennt. Ein bisschen selbst zum Zuge kommt. Aber die hauen ganz schön rein. Der haut auch richtig rein. Ich erinnere mich noch an Leopold im Hauptspiel. Also ich erinnere mich immer gern an diesen General. Er war ein Verrückter. Gepriesen sei der Herr! Unsere Männer haben den feindlichen General erschlagen! Er war wirklich ein verrückter General. Er hat alleine eine Verstärkungstruppe platt gemacht. Er hat so verrückt draufgeschlagen. Das war einfach ein Monster. Wir schicken mal Joseph ein bisschen weiter weg. Dann wird er hier weggehauen. Oh Gott, er ist mittendrin. Joseph, zurück, zurück, zurück. Okay, der hat genug gemacht. Ich möchte nicht, dass er stirbt. So, der Rest macht einfach die Infanterie. So, und rein mit euch. Vielleicht kriegen wir auch einen Sturmangriff hin. Ja, nicht wirklich, aber das ist auch nicht schlecht gewesen. Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Es steht ja im Chat, ja, die Indianer waren und im Untergang geweiht, als die Europäer kamen. Was, so, klar, es gab ja zwei Gründe. Einmal die Grausamkeit der Leute, aber wie auch vorhin schon stand, die Krankheit. Und, unser Mut hat gesiegt. Diese Länder gehören nun euch, Herr. Wir plündern wegen dem Geld. Es ist schon
grausam, aber faszinierend grausam, wie so eine Krankheit tatsächlich was für einen Einfluss hat, was für einen grausamen Einfluss sowas haben kann, wie das halt zuschlagen kann. Und das eigentlich sogar ungewollt war. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt die Europäer ankamen und haben jetzt gesagt, ja, wir bringen denen jetzt Krankheiten mit, juhu. Dass das kam und wie grausam, wie verheerend das war. Schon interessant. Vizekönig Joseph, Feindarmee vertrieben. Da hat er sich geschlagen. Er hat einen Veteran jetzt. Plus 1 persönliche Sicherheit, plus 1 beim Befehligen von Infanterie. Er befehligt auch gut Infanterie. Also, ich muss schon sagen, Joseph schlägt sich gut. Graf, strenger Richter. Den können wir nicht gleich weiterschicken. Wenn wir die Verstärkung hier rüberschicken. Abrücken. Wir hätten tatsächlich. Ja, wir schicken die mal da rein. Wenn wir den hier rausschicken. Ja. Befehle. Die da rein, die Steuern senken, das reparieren. Ein Rathaus reinbauen und Bordell vielleicht ein bisschen, damit die glücklicher sind und dann eine Mauer. Eure Befehle, edler Herr. Gott ist mit uns, Männer. In die Schlacht! So, und von Tikal können wir noch die Kavallerie rüberschicken. Vorwärts. Und ein paar Schwertkämpfer. Ja. Und ein paar Musketen. Ja. Eure Majestät, marschiert. Gut, jetzt ist es wieder besser. So, ich wollte die Bauprojekte wieder durchgehen. Wir haben gerade sehr viel Geld. So, da können wir zum Beispiel eine Farm noch einsetzen. Uxmal. Uxmal, da guckst mal. Die Franzosen kommen hier mit ihren Schiffen. Das ist ungut. Obwohl, ich glaube, die ziehen wieder ab. Ja. Wir gehen mal hier mehr auf Sicherheit. So, Quirunga. Da machen wir mal ein Wirtshaus. Bupp. Chichen. Büchsenmacher könnten wir sogar schon mal machen. Das ist interessant. Chichen selber haben wir aber eher ein Problem. Mit der Ordnung. Ich würde da, obwohl sehr hoher Steuersatz. Ich würde erstmal Verwaltung hier gehen. Oh, im Bogner wäre nicht schnell. Wir machen Bogner. Wir gehen erstmal auf Sicherheit. Aber was anderes gespielt. Siedler 4. Mit den Siedlereien kenne ich mich überhaupt nicht aus. Obwohl es ja eigentlich richtig groß sein soll. Also, ich habe halt überhaupt keine Schnittpunkte mit Siedler. Aber ich nehme an, es ist ein sehr, nicht ohne Grund, ein großes Spiel, also eine große Reihe geworden, die auch große Beliebtheit erfuhren hat. Und ich kann mir vorstellen, es ist ein interessantes Spiel gewesen. Immer noch, ich glaube, der neueste Teil war, glaube ich, ein bisschen schlechter, glaube ich. Ich erinnere mich noch irgendwas an Grenzsteine, in denen man sich kaufen konnte. Oder Skins für Grenzsteine. Aber die alten Spiele, also die alten Teile davon werden einem ja nicht weggenommen. Was gut ist. So, Kanonenmacher, darauf warten wir ja noch. Verwaltung. Zum Glück, ja. Das ist immer schön, wenn man noch die alten Spiele hat. Obwohl, manchmal können ja alte Spiele weggenommen werden, wenn dann auf einmal so ein Remaster draus kommt und das alte auf einmal verschwindet. Das Remastered kann man nochmal für 30 Euro, 40 Euro anbieten, obwohl es eigentlich dasselbe Spiel ist. So, wenn sowas rauskommt, ist es immer furchtbar. Ich glaube, das war ja bei Crysis jetzt. Nicht jetzt, schon wieder etwas her. Aber das Crysis 1 zum Beispiel, als Remastered rauskam. Und man den alten Teil nicht mehr findet. Das ist dann schade. Bei Rome Total war auch. Dann habe ich Glück, dass ich noch den alten Teil habe. So, wenn, okay, das ist dann furchtbar. Ah. Dann bin ich froh, dass ich den alten Teil. Gab es auch einen Remastered? Stimmt. Vom ersten Rome Total war gab es einen Remastered. Da hast du recht. Das ist dann schade. Weil der erste Teil hat zwar manchmal Abstürze gehabt, aber den kann man halt so noch spielen. Ich habe ihn auch gespielt, ich habe es aufgenommen. Nee, ich wollte keine Infanterie hier. Der geht halt doch komplett klar.
So, wir gehen einfach auf Sicherheit. Ich bin sogar fast bereit, dass wir den Bau automatisieren. Die Rekrutierung nicht. Aber die Bauprojekte muss ich jetzt nicht unbedingt durchhauen. Ja, ich glaube, wir machen das mal. Kann ich das generell verwalten? Alles automatisch verwalten? Ja, das können wir machen. Upp, Steuern automatisch verwalten? Achso, alles automatisch. Mach mal so ausgeglichen. Ich hätte gern, dass er nicht die Rekrutierung automatisch macht, weil ich möchte hier keine Einheiten rekrutieren lassen. Das wäre schlecht. Mit dem Bau soll er planen, wenn was ausläuft, damit ich nicht immer dahinterher schauen muss. Wir sind etwas sicher gerade. Er kann ein bisschen automatisiert rumlaufen. Was ich gern hätte, wäre eine Option, dass alles automatisch verwaltet wird, außer Rekrutierung. So viel verändert haben sie dann auch nicht. Ja, das ist ja meistens bei den Remaster-Teilen so. Da wird es vielleicht ein bisschen an neuere Systeme angepasst, meistens aber auch das nicht. Und vielleicht ein bisschen die Grafik aufgehübscht. Manchmal aber auch nicht. Und dann wird es einfach ein neues. Es ist eigentlich eher, man verkauft es als neuen Teil, nochmal Geld machen. Leider. Ist ja auch ein Unterschied zwischen Remake und Remaster. Remaster ist einfach nur. Ja. Weiß nicht, was ich sagen soll. So, wir schauen nochmal. Dann machen wir gleich nächste Runde. Wir schauen mal, was wir hier noch haben. Ja, okay, wir sind immer noch dabei. Nächste Runde rein da. Stimmt, wir haben immer noch einen Spion dort. Okay, das gehört den Franzosen dort oben auch. Wir müssen dann mal nach Westen schauen. Wie weit die Apachen vorangekommen sind. Mit denen haben wir doch fast gar keine Berührungspunkte. Ich glaube, mit denen haben wir aber ein Handelsabkommen oder sowas. Ich glaube nicht mal das. Eine hervorragende Position für einen Hin. In Europa verbreiten sich die Gerüchte um die neue Welt wie ein Lauffeuer. Man munkelt von Städten aus Gold und von mit Juwelen geschmückten Menschen. Schon befinden sich fremde Flotten auf See. Okay. Auf der Yucatan-Halbinsel sind weitere englische Kolonisten gelandet. Hier. Okay, das ist gefährlich. Wir hauen erstmal die hier im Süden weg. Wir schicken sie in die Benötigt ihr einen Weg? Aber wir haben zum Glück Armeen dort, die aber nach Erden geschlagen sind. Eure Majestät. Wir vorbereiten uns erstmal. Lasst mich zuschlagen, Herr. Jetzt blind draufhauen, könnt ihr nun zu einer Katastrophe Nennt mir den führen. Feind, ja, marschiere. Befehle? So, Fortbildung. Einheiten rekrutieren in Kavallerie. Die brauchen wir auf jeden Fall. Altunhaar. Ambroschützen hätte ich gerne. Chetumal. Ambroschützen hätte ich gerne. Aber die könnt auch Einheiten ein bisschen aufbessern. So, das ist, wenn die da gelandet sind, ist wieder eine Flotte dort. Die müssen wir loswerden. Wir sind gerade noch dabei, die Kanonen zu bauen. Okay. Ja. Befehle abrücken. Eure Befehle. Befehle. Eure Majestät. Ja. So, eins, zwei, drei. Die verstecken Befehle, sich mal dort. Wir stecken, mein Herr. Die Infanterie schicken wir mal rein, damit sie dort ein bisschen aufpassen. Falls sie an. Oh. Okay, die Chichimecken wurden vernichtet. Was interessant ist, denn laut unseren Informationen war deren Reich noch recht groß.
Was ist hier passiert? Zum führenden Rat. Wem gehört das alles jetzt? Ja, Meister. Ich schlage hier mein Lager auf. Okay, den Apachen, interessant. Die sind nach Süden gekommen. Mhm. Baubericht. Bombard ist fertig. Wir haben Missionar Monte Alban. Den schicken wir da mal raus. Jupp, jupp, jupp. Und. Mein Herr? Wupp. Wollte ich sowieso noch nach denen schauen. Ich bin Gottes 87% Diener. Katholisch, 100%, sogar 100%. Wahnsinn. Ah, Apachen mit Neufrankreich im Krieg. Ich möchte gern hier das Gebiet sehen. Das könnten wir sogar ausnutzen. Wir sind sowieso gerade mit Frankreich im Krieg. Wir könnten das Gebiet im Norden erobern. Wir bräuchten nur die Armee. Augusto Velasquez. Den schicken wir dann nach Norden. Und dann mit Unterstützung von Tequesta aus holen wir uns die Gebiete hier. Es wird dauern, aber es kann funktionieren. Gebt den Befehl! Die Wikinger haben Amerika schon früher entdeckt, aber nicht eine Katastrophe angerichtet. Was interessant ist, Geschichte, ich weiß, kenne ich mich nicht aus, aber das ist dann interessant. Warum gab es da einen Unterschied und warum da nicht? Wem stehe ich gegenüber? Oder haben sich erst irgendwelche Krankheiten in Europa gebildet nach der Zeit? Die waren dann verheerender. Oder verheerend. Interessant. Das ist ein interessantes Thema dann. Was war der Unterschied? Ja. Oder vielleicht waren die Wikinger einfach sauberer. Obwohl das natürlich nicht kompletter Grund sein muss. Manche Krankheiten sind auch so da. Aber vielleicht war das ein vielleicht war das ja ein entscheidender Unterschied. Ich meine, es kann ja sein, wenn man mit, wie Spanien, einfach mit vielen Schiffen herkommt, dass das unbedingt sauber läuft, mit so vielen Leuten auf dem Boot, kann ich mir schwer vorstellen zu der Zeit. Und das dann halt wahrscheinlich ein Herd für viele Krankheiten gewesen sein könnte. Möglich. So, Tux, da ist bereit, nicht wahr? Da haben wir sehr viele Infanterie. Wenn wir die noch da mitschicken, dann könnten wir das da lösen. Schau mal, geht das? Lass mal vier dort. Lass noch mal einen dort. Ich möchte das nur sichern. Weil mit dem Wirtshaus könnte das vielleicht gehen. Wie sieht das derzeit aus? Nee, die Unruhe ist zu groß. Wir schicken noch mal ein paar Leute rein. Eure Majestät. Marschiert! Ich hoffe, dann geht das. Ja. So, die Schildträger, Schildkämpfer-Miliz kommt dann damit. Vorwärts! Heute ziehen wir nicht weiter. Befehle? Ja, Herr, jetzt treffen wir auf den Feind! Belagern die Siedlung, mein Herr. Und die Hitze, tatsächlich das auch noch. Ist ja auch. Sollen wir die Mauern stürmen, mein Herr? Stimmt, die Hitze kann auch da natürlich nur. Besonders das Klima. Obwohl, ich brauche jetzt nur kurz eine Karte. Gut. Wir stecken unsere Einheiten vor dem Feind, mein Herr. Ja, danke, Soldat, der das gesagt hat. Eure Befehle, edler Herr. Das will ich hören, Jose. Der geht weiter mit nach Gottes Süden. Und eurem Segen. Ja. So, ich muss immer zweimal fahren. Damals habe ich ja, ich glaube, Rome Total War aufgenommen, oder war das Medieval? Irgendwo, wo ich dann in der, ich glaube, das war Rome, wo ich dann in der Aufnahme vielleicht ein, zwei Stunden lang großes Pause-Bild oben auf dem Screen hatte, weil ich es einfach vergessen habe. Die Aufnahme lief einfach damit weiter, es war furchtbar. Was soll ich da machen? Das Bild ist jetzt, war jetzt so. Ich kann das nicht wiederherstellen. Das ist so blöd gewesen. Oder auch bei Medieval. Da helfe ich mit gegen Kaiser Humek. Und das versteckt unser Bund hier mit unseren Verbündeten. Dass ich in Medieval
die ganze Zeit in diesem Wartebildschirm war und einfach weiter aufgenommen habe. Das währenddessen noch gestreamt habe, stundenlang, glaube ich. Keine Ahnung, was die Leute sich dann vorgestellt haben. Ich mache kurz Pause. Die dann zufällig im Stream vorbeigekommen sind und dann einfach nur Geräusche im Hintergrund gehört haben, wie hier gekämpft wurde und ich einfach irgendwas gelabert habe. Und die ganze Zeit war halt dieser Screen hier da. Nicht der? Genau, der hier. Die ganze Zeit. Ach, schön. So. Die Schlacht ist jetzt anders, weil diese Schlacht wurde vom Verbündeten gestartet. Wir sind nur die Verstärkung, ziemlich weit in der Ecke. Interessant, was wir machen. Deine Gegner scheinen leicht mächtiger zu sein. Ein bisschen. Aber die konzentrieren sich komplett auf den Verbündeten. Wenn ich hier reinstürmen kann und das Stadtzentrum, also das Zentrum hier absichern kann, dann bin ich komplett im Vorteil. Und genau das machen wir. Wir beeilen uns komplett. Einfach hier hinrennen. Mit allem, was wir haben. Den Rambak würde ich, glaube ich, sogar zurücklassen. Dann sind wir schneller. Ja, Rambak lassen wir da. Brauchen wir nicht. So, Rambak bitte fallen lassen. Wir können sie nicht außerhalb des Gebietes. Und es blitzt auch noch. Dann hören die Feinde hören uns nicht. Dank dem Regen und dem Blitz. Ist natürlich alles geplant von mir. Und außerdem habe ich nur Söldner dabei. Also das wird noch interessant. Weil so gut sind die Truppen überhaupt nicht. So, was ich gerne hätte, wäre die Mauer hier. Es wird das hier schnell erobern. Dann einfach durch das Tor marschieren. So, dann schauen wir mal auf die Verbündeten. Was machen die denn so? Oh Gott, was machen die denn? Okay, der Feind macht genau das Richtige. Er weiß, ich komme als Verstärkung dazu. Er will aber nicht auf meiner Seite verteidigen. Also haut er schnell den Verbündeten weg. Ich hätte das Gleiche gemacht. Glaube ich. So, aber der rechnet nicht damit, dass wir schnell sind. So, dann sammeln wir schon mal das hier. Das sind Bogenschützen. Andere Schützen. Und einfache Infanterie. Ja, das sieht sehr schlecht für den Verbündeten aus. Ich wurde komplett überrascht. Wir müssen das sehr schnell hinbekommen und dann hoffen, dass wir das Zentrum auch verteidigt bekommen. Das Gute ist, unser Hauptmann ist der Armbrustschütze dort. Er wird also nicht sterben. Ihren Anführer verloren. Ohne ihren General verlieren sie vielleicht den Mut und fliehen. Ja, das wäre schlecht. Wer war das überhaupt? Ein Hauptmann haben sie auch nur losgeschickt. Okay, wir sind an der Mauer. Die Leitern sind schon da. Die Leitern können wir auch opfern. Das ist kein Problem. Ganz ehrlich, die da hinten brauchen wir nicht.
fallen lassen. Vorbereiten. Wir brauchen noch eine Leiter. Das Tor erobert. Die können wir auch noch zulassen. Die macht das schon. Ich kann die Leiter fallen lassen. Weiter. So, ihr rennt hier in die Mitte. Und ihr wartet hier unten. So, perfekt. Gebäude eingenommen, Tor. Dann alle rein mit euch. Es wäre cool, wenn wir das Tor auch noch einnehmen könnten. Aber die sind viel zu nah dafür. Sieht schon schön aus. Ich mag die Verzierung da oben drauf. Die ist schick. Nur die Treppen sind aber steil. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt. Ja, und die Feinde kommen schon rein. Das heißt, schnell absichern. Infanterie, die stärkeren. Mich hier aufstellen. Oh Gott, die sind jetzt schon da. Dann die Hälfte vom Platz einmal einnehmen. Komm schon. Andere Schützen nach hinten. Und Bogenschützen, ihr geht nach vorne. Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren. Ja, das war schnell. Okay, das ist etwas schlechter, als ich mir vorgestellt habe. Ich hoffe, das geht gut. Unsere Armbrustschützen müssten das schnell lösen. Wir könnten uns auch weiter zurück. Nee, können wir uns nicht. Wir sind viel zu weit weg von der Mauer. Die warten noch von den Truppen da hinten. Das ist viel zu früh. Wir können uns auch nicht mehr zurückziehen hier. Okay, aber wir können sie hier umkreisen. Das machen wir mal. So, ja, die weg. Ja, und hier rein. Und ihr. Und da hinten rein. Oh Gott, hier in die Mitte mit euch. So, das läuft doch ganz gut. Immer weiter schießen. Natürlich stürmen wir jetzt rein. Bogenschützen einmal rein. Tch, natürlich machen die das. Die stürmen einfach durch. Das heißt, sämtliche Leute einfach mal hier drauf feuern. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Mein Herr, ja, das haben wir verloren. Die Schlacht scheint sich gegen uns zu wenden. Wir müssen handeln. Okay, Armbrustschützen zurückziehen. Da sind wir verloren. Unsere Armee ermüdet. Zurück, 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 zurück.
Ja, die fliehen jetzt alle. Das war's. So benimmt sich kein wahrer Sohn Gottes. Unser General flieht vor dem Feind und lässt seine Truppen zurück. Unser kühner General wurde gefangen genommen. Wenn wir unseren Feind nicht schnell besiegen, der Herr schütze uns. Wir haben die Hälfte unserer Männer verloren. So, wir lassen alle zurückziehen. Es wird nichts. Und ich bete, dass sich das Blatt in der Schlacht noch wendet. Doch eine Niederlage scheint fast sicher. Ja, da haben unsere Verbündeten uns was eingebrockt. Vielleicht können wir das doch hinbekommen, wenn wir uns hier aufstellen. Eigentlich nicht, aber ich würde gerne die Armbrustschützen da oben hinstellen. Die Bogenschützen. Die auch noch. Die auch noch. Ihr kommt darüber. Hier, hier rüber. Vielleicht kriegt wir es hin. Ich glaube aber nicht. Die sind viel zu angeschlagen. Nee, die haben auch gar kein Interesse, die Position zu verlassen. Wir fliehen. Das haben die Feinde hier gut gemacht. Die Verbündeten schnell weggehauen und haben uns dann von zwei Seiten, von zwei Straßen sogar noch sehr schnell angegriffen. Die waren echt schnell. Aus der Stadt raus, Verbündeten vernichtet und dann wieder rein, bevor wir hier überhaupt reingekommen sind. Gott schütze uns! Die Feinde haben die Mauern! Kümmert euch um die Verteidigung, sonst ist alles verloren! Die Schlacht kann mich so binden. Es sind nur Söldner. Möge der allmächtige Herr unseren Seelen Gnade gewähren. Der Sieg unserer Feinde könnte nicht größer sein. Dies ist eine wunderbare Stelle für einen Hinterhalt. Unser Marsch für heute